Hallo und herzlich willkommen bei Eurogames zur 27. Folge Madden Connected Franchise mit mir, dem Marc, und wir sind heute in der Offseason. Ja, ich fragt euch, warum sind wir jetzt in der Offseason? Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Das ist den letzten Spieltag gegen die Eagles. Den hatte ich aufgenommen, aber die Tonspur war im Arsch und der Typ, da mein Game Capture Dings da, hat mir eine Fehlerdata rausgegeben, sodass ich zwar noch mein Bildmaterial safen konnte, aber mein Audio halt noch immer kaputt war. Deswegen kam auch Mittwoch kein Video, weil ich das dann einfach so auch nicht hochladen konnte. Ich hatte verloren gegen die Eagles 14-21. Ich habe einen Pick geworfen in der Endzone. Ich habe den Wilson mal wieder gebracht. Und wir spielen jetzt gegen die Seahawks. Allerdings schauen wir uns davor an, wer ist denn sonst noch in den Playoffs? Wir gehen hier mal auf Schedule. League Schedule. Broncos gegen Ravens, Panthers vs. Saints, Patriots, Colts und Seahawks gegen die Cowboys. Das ist die Wildcard Round. Sicher weiter sind schon die 49ers und die Lions in der NFC. Und man hören schon Kansas und New York in der AFC. Das ist schon krass, finde ich. Aber würde ich einfach mal sagen, wir starten erst das Spiel. Tut mir natürlich leid, dass da eine Folge natürlich dann kaputzki gegangen ist. Allerdings, wir gehen jetzt erstmal zurück und investieren noch ein bisschen in unseren Quarterback. Wir haben 50.000 EP bekommen. Das ist schon relativ geil. Mit Short Accuracy müssen wir eigentlich nicht gerade wirklich hoch machen. Wir können mal Medium Deep, können wir ein bisschen besser machen. Aber dann meine ich so besser. Throw and Run ist mir doch relativ wichtig, wie ihr seht. Play-Action auch mal ein bisschen höher noch. Ja, können ja alles hier rausbomben, Alter. Injury 79 haben wir noch. Carrying können wir mal jetzt auch ein bisschen höher machen. Speed haben wir da auch noch. Boah, geil. Zweimal Speed könnten wir theoretisch machen. Machen wir auch. So. Bam. 93 overall. Wir sind der Shiat. Aber wir haben noch 7000. Die investieren wir natürlich. Was tun wir das denn investieren? Strength. Na, Strength und Stiff Arm einmal machen. So. Nochmal 93 overall. Das sind alles nicht die Werte, wo es um overall geht. Das sind eher die Speed Ratings und sonst was. Auf jeden Fall 93 overall. Ich denke mal, das ist positiv. Positive man. Gegen die Seattle Seahawks. Ich mag die Seattle Seahawks nicht ganz so arg. Könnte auch damit zusammenliegen, dass die meinen Broncos relativ geschadet haben im vorletzten Super Bowl. Das war nicht so toll. Die Geschichte, ich habe schon ein paar Mal erzählt, die interessiert das kein Schwein mehr. Lassen wir uns doch lieber über die Ratings reden. Madden 16 Ratings, muss ich erstmal wieder googeln. Da sind nämlich schon ganz schön viele rausgekommen, bis auf die NFC North und South, glaube ich. Jetzt geht's hier los. Ja, spielen. Hoffentlich werfen wir keinen Pick. Genau, NFC South und West sind bis jetzt noch nicht draußen. NFC East und North sind schon draußen. 24 Interceptions, das ist halt schon hart. Das waren ja die letzten zwei Spiele, wo ihr davon leider nur eins gesehen habt. Aber wir beginnen mal mit da. Wir erstmal alle öffnen, so, dann muss ich die nicht nachher während dem Spiel alle öffnen. FC East, die Sieger-Division eigentlich sozusagen, mit den New England Patriots, an 91 overall, finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung, wenn man betrachtet, dass sie Super Bowl-Sieger sind und der Super Bowl-Sieger eigentlich immer so über 90 overall auf jeden Fall hat. Seattle hatte in dem Madden, glaube ich, eine 90er oder auch eine 91er. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Genauso wie ich auch gut finde, Miami Dolphins mit 81 overall. Solides Team hat. Wow, Alter. Erstmal gesackt. Crawford. Erste Check, erste Tackle. Third and 18, da müssen wir jetzt erstmal gleich Risikospielzug machen hier, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ah,
Boah, Interception. Nein. Da schmeiße ich mich erstmal hin. Irvine, wir haben erstmal auf Irvine geworfen und erstmal interceptet. Die machen nur ein Field Goal. Oha. Voll gut. Seattle führt 3-0. Buffalo Bills mit 79 overall. Finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Das Team hat Potenzial, aber du kannst halt ein Team, das nicht nur Potenzial hat, nicht nur so hoch bewerten, weil es halt Potenzial hat. Deswegen ist ein 79 okay. Nur er checkt 76, finde ich. Vielleicht ein, zwei zu niedrig. Die Defense ist halt schon geil und eigentlich ist die Offense bis auf den Quarterback mit Fitzpatrick eigentlich auch schon richtig geil. Aber. Da habe ich ihn böse verarscht. Guter Run! Sehr guter Run. First down. 15 Yard Rush. Vereen! Look at that shit. Also die Division ist eigentlich ganz okay, bis auf die Jets, die vielleicht ein, zwei Punkte zu niedrig sind. Aber darüber lässt sich streiten natürlich. Wohin? Mann, ich hab gedrückt! Die AFC North, die wirklich wieder dieses Jahr bestimmt richtig eng wird. Da bin ich wieder sehr gespannt und da freue ich mich auch echt auf geile Matches. Steelers, Bengals, Ravens. Ein bisschen abgeschlagen natürlich die Dingstars. Die Dingstars, guck, mir fällt nicht mehr mit der Name ein. Browns. Wolverine, what the fuck? What ist mit dem Mensch los? Das müssen wir uns anschauen, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Der rennt da. Fast zum Touchdown. Wolverine, Alter, geil. 52 Yards. Erstmal mit Show rennen, der hoffentlich nicht fummelt, der Typ. Nein, er fummelt nicht, aber er hat auch nur 3 Yards gemacht. Ist okay. Ravens sind die stärksten mit 85 overall, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Vielleicht ein bisschen sogar zu niedrig. Dann sind es in der die Bengals mit 84, finde ich vielleicht ein bisschen zu hoch. Hätte ich eher so eine 82 gemacht. Und dann die Steelers auch mit 84. Die finde ich eigentlich ganz gut gelungen. No! Boah, Alter, 94. Seattle, du, den Ball musst du eigentlich haben. Dann Browns, 75 overall, ist halt schon echt schwach. Aber die haben halt auch kein wirklich gutes Team beieinander. Gerade auf der Quarterback-Position haben sie Probleme. Und in der Offensive Line, wer das Team ein bisschen kennt, weiß, what I talk. AFC South, und da wird es wirklich sehr interessant, weil das sind zwei Teams dabei, wo ich nicht mit einverstanden bin, beziehungsweise drei. Auch Indianapolis Colts mit 87, völlig in Ordnung, kann man so machen. Texans mit 79, wird schon ein bisschen kritisch, da würde ich schon fast sagen, das ist ein bisschen zu niedrig mit 79. Ich hätte ich eher auf 80 gemacht oder auf 81, auf jeden Fall 80er Overall Rating, mindestens. Hätten sie sich eigentlich nach der letzten Saison verdient. J.J. Watt natürlich mit 79, ist natürlich genial. Allerdings haben sie durch den Fitzpatrick-Abgang halt ein unheimlich großes Problem auf der Quarterback-Position, wie viele Teams dieses Jahr mit Ryan Mallett und Brian Hoyer können sie eigentlich fast gar nichts anfangen. Die haben beide Potenzial, die müssen sich allerdings beide noch bewähren. Dann mit einem Team, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin, das sind die Jacksonville Jaguars. Mit 73, Freunde, was ist da los? 73, das geht ja mal gar nicht. Die haben sich so ein geiles Team zusammengebastelt. Das ist nicht nur Potenzial, Freunde. Das sind Spieler dabei, die richtig Ahnung von Football haben. Das war ein Pick. Ja, das war klar. Sherman with that interception. Schade. Klar, Blake Bortles ist ein junger Quarterback. Da weiß man noch nicht wirklich, was der Mensch kann. Seattle macht hier den Touchdown nach meiner zweiten Interception. Ei, wir sind hier Interception Manning schon fast. Oh, gut gemacht. Oh. Ein Sack hätte ich nicht nochmal verkraftet. Aber gerade die Defense ist auch echt stark, Mann, von Seattle, von Jacksonville, natürlich auch von Seattle. Und mit Julius Thomas haben sie auch einen richtig geilen Tight End von den Denver Broncos geholt. Da bin ich wirklich sehr traurig gewesen anfangs. Hier machen wir schönes First Down. Wir gehen mal ein bisschen nur Huddle. Titans mit 72. Das denke ich mir einfach, dass es so folgendermaßen ablief.
Okay, wir wussten, Titans sind die schlechtesten, ist das schlechteste Team in der Division. Wir geben allerdings Jacksonville Jaguars so ein scheiß Rating, dass wir Tennessee Titans noch ein behindertes Rating geben muss. Das ist überhaupt nicht. Das ist auch viel zu krass, wenn wir nachher auf die AFC West schauen mit Denver und Oakland Raiders. Und da plötzlich sehen, hoppla, Oakland Raiders haben eine 74. Wie ist das passiert? Die haben fast nur Scheiße eingekauft. Mit Crabtree haben sie richtigen Crab gemacht. Klar, der ist ein geiler Spieler. Allerdings ist mir dann so kein anderer Spieler wirklich bekannt, den sie geholt haben. Ich habe mich mit den Typen Menschen auch nicht wirklich befasst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Allerdings, what the fuck, Oakland Raiders besser als fucking Interception? Nein, keine Interception. Als fucking Jacksonville Titans. Oh ja, das ist schon hart. Aber, yay, ihr wisst bestimmt, was ihr tut. Außer bei DLCs, da wisst ihr nicht, was ihr tut. Oh, nein, viel zu niedrig geworfen. Kann ich ein Field Goal machen oder bietet es mir einen Punt nur an? Nein, kein Punt. Timeout. Wir dürfen nicht punten. Next. Ah, sie haben gepuntet. Solch Spasten, habe ich. Ja, Seattle macht es Field Goal, aber wir versuchen das natürlich noch an Seattle ranzukommen. 13-3. Spasten Panten, Alter. Da erstmal mitten rennen. Nein, renn doch gerade aus, weiter, Mann. Da steht kein Schwein, Alter. Kansas City. Denver Broncos 89 overall. Ist übrigens echt voll in Ordnung, finde ich. Wenig gute Abgänge mit Knighton und Julius Thomas. Hatten sie zwar zwei Abgänge, die ein bisschen wehgetan haben, aber wir haben auch wieder Leute dazugeholt, die wirklich gut sind. Und auch wie zum Beispiel Owen Daniels, der Potenzial hat. Die Defense ist richtig stark. Ich freue mich, dass wir wieder eine richtig gute Defense haben, eigentlich seit letztes Jahr schon. Kansas City 82 ist okay, genauso wie San Diego Chargers 82 auch. Kann man mit leben. Boah, was ein Hit, Alter. Das hat wehgetan. Das believe ich. Ja, Rams Coach, guck dir mal an, ey. Ich schmeiße Interception und du findest das nicht lustig. Und dann, wie vorher schon gesagt, Oakland Raiders mit 74. Bäh. Kotz. Ja, what? Yes, 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 first down. Weiter geht's. Wir wollen ja auch irgendwie gewinnen. NFC East mit Dallas Cowboys, Eagles, Giants und Redskins. Cowboys mit 86, Eagles mit 84, Giants mit 77 und Redskins mit 75. Giants finde ich ein bisschen zu niedrig, Redskins finde ich in Ordnung mit 75. Im Vergleich zu den Jacksonville Jaguars finde ich ja die Redskins ein wenig zu hoch. Aber Eagles und Cowboys sind vollkommen in Ordnung. Wir müssen hier der 12 Man ein wenig jetzt in den Arsch ficken, indem wir einen Touchdown machen mit Reen. Hat nicht ganz funktioniert. Schade. Gehen wir mal weiter mit Ramsburg. Williams, komm schon. Williams, wird eine Cover 2. Ich renne da durch. Oh, fuck, dass ich nicht gefumbled habe. Das war ein halbes Wunder. Second and 3. Wir machen FB Drive. Ein Facebook Drive. Ab. Ich weiß nicht, ob es gelangt hat, aber wir nehmen auf jeden Fall mit Timeout. Das ist vielleicht am sichersten. 3 und 1. 3 and 1. Wir werfen auf Williams. Das darf ich aufpassen. Denn vorher habe ich mit dieser Taktik, wir sind einen Pick vorher geworfen, mit dem letzten Spiel. Das war ganz ein Scheiße. Und das haben wir auf jeden Fall ein Problem. Vereen. Ich werf dich aus meinem Team. Wenn sie nicht rennen. Obwohl, warte mal, ich will ja werfen. Okay, dann werfe ich mich halt selber aus meinem Team, wenn ich nicht. Nein! Er fickt mich! What? Oh, fuck, das wäre so wichtig gewesen.
Egal, 13-3, zweite Halbzeit ist on. Wir haben noch alle Möglichkeiten zu gewinnen. Dann mal noch Marine ein bisschen pushen. Ich will nicht sehen, wie ich gesackt werde, Mann. Dann die letzte NFC North. Ratings 90. Green Bay Packers. Eigentlich vollkommen in Ordnung. Genauso wie Detroit Lions mit 83 auch. Vielleicht Packers 1, 2 zu hoch. Ich hätte ihn eigentlich fast wieder 5 abgezogen nach den letzten Playoffs, dass sie gegen Seattle nicht gewonnen haben. Allerdings sind wir nicht gerade besser, weil wir verlieren gerade auch gegen Seattle. Wir wollen doch noch nicht, dass unsere Madden Let's Play heute endet. Das wäre ganz schön scheiße. Oh, rennen, rennen, rennen. Du sollst rennen, nicht laufen. Nur halt, wir brauchen schnellen Touchdown, wir brauchen schnellen Touchdown und wieder den Ball. Ich habe das alles genau durchgedacht. First down, ins Ausgelaufen, sehr gut. 32 Yard Rush. Insgesamt schon in 3 Versuchen. Ich brauche meine 4 Verticals, habe ich gehört. Wenn ich sie finde. Da spielen wir eine Seattle gegen Seattle. Oh, lol, schade, Mann. Ich habe vielleicht ein bisschen zu spät geworfen. Ah, wäre fast gut gegangen. Ich spiele eine Rams-Wort. Diesmal müssen wir schauen allerdings, dass wir hochwerfen. Letztes Mal stand ja einer im Weg. Wobei, ich spiele lieber auf den da. Der stand ein bisschen freier. Schade, dass es nicht zu einem... Ach, hat nicht mal 2 Yards, Alter. So, auf Rudolph, da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass die Taktik funktioniert, weil Rudolph steht eigentlich relativ frei. Ah, scheiße. Was ist denn los? Komm her. Sherman. Stopp. Das ist doch ein Scherz. Alter, gegen Seattle ist so krank, auf All Madden zu spielen. Oh, da haben wir fast die nächste, Alter. Das war so ein verzweifelter Versuch. Scheiße, All Madden ist halt dann doch schon echt heftig, aber halt auch deutlich spannender. Den Ball hat er. Den Ball hat er, sehr gut. 3 and 5. Ha, das ist jetzt, wenn wir jetzt wieder eine, dann ist das Spiel eigentlich vorbei, also wir müssen jetzt den Touchdown machen. Das Problem ist so, bis zur Field Goal Range von Seattle spielen wir das relativ gut. Aber dann irgendwie kommen wir voll ins Straucheln. Jetzt wieder ein guter Pass gewesen. Manningham. Auf Manningham haben wir noch gar nicht so viel geworfen. Allerdings steht er jetzt auch wieder ein bisschen gedeckt, deswegen. 2-Yard-Pass. Ah, Mann, ich bin gerade echt ein bisschen unzufrieden, was das angeht. Wir müssen jetzt ein bisschen Short-Pass werfen. Da können... Kann Seattle nicht ganz so viel gegen Tumi bei Long Passes, was wir eigentlich auch ganz gerne spielen. Wir machen natürlich jetzt viel nur Huddle, dadurch, dass wir natürlich schnell den Touchdown brauchen. Hier gut auf Witten wieder gespielt. 27 Yards bis zum Touchdown. Jetzt versuchen wir eine Smash. Versuchen wir die Smash. Ja, komm, versuchen wir die Smash. Auf... Los! Ah, zu hoch geworfen. Schade, da war Reen nicht ganz genau on spot, beziehungsweise overthrow den Ball dann leicht. Second and 10. Gut, dass mal die Zeit wieder anhält. Hier ein Easy auf Witten. Der macht fast das First Down. QB Draw, wir rennen jetzt. Nach vorne.
Nein, reicht nicht ganz. 2 Adlers. Das braucht man Strong Flut. Oh, sogar 4 Adlers. Das ist natürlich extrem bitter. Rudolf. Sag mal so, wenn wir das hier nicht packen. Interception. Dann ist das Spiel vorbei. Damit dürfte das Spiel tatsächlich auch vorbei sein. Schade. Allerdings, Maxwell hat sich krass vor den Spieler geworfen, muss man sagen. Hat er gut gemacht. 24-3. Ich sehe eigentlich fast keine Hoffnung mehr vor uns. Schade. Damit ist dann schon das Let's Play heute vorbei. Natürlich bitter nach so einer geilen Saison. Aber was willst du machen, wenn du halt so ein gutes Team ist, da als Gegner hast? Auf All Madden halt auch noch. Das war vielleicht einfach die letzte Änderung, war halt vielleicht ein wenig zu krass auf All Madden. Aber ich hoffe, euch hat trotzdem das Let's Play gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wirklich sehr Spaß gemacht. Haben interessante Partien gehabt, natürlich. Madden wird erst in 2,5 Wochen rauskommen, das neue. Ach je. Allerdings muss ich dann schauen, was wir machen. So an Madden Let's Play. Vielleicht mache ich einfach nur noch ein Freundschaftsspiel oder sonst was. Könnt ihr auch mal eine Vorschläge schreiben, was ihr dann in den nächsten 2 Wochen eigentlich schon erzählen wollt. Oder ob wir einfach eine 2-wöchige Pause einlegen sollen. Weil, ja gut, das Projekt muss mir natürlich selber Spaß machen. Das ist natürlich klar, sonst mache ich es nicht. Aber das ist halt die Prämisse sozusagen. Das ist unglaublich, Alter. Das ist so ein Scherz. Weil jeder Ball, der Spieler bleibt am anderen Spieler hängen und dann steht halt Seattle wieder da. Also es ist nicht normal. Du kannst die Hälfte der Spielzüge, die bei jedem Team klappen, nicht spielen, weil irgendein Spasti da steht. So ist das halt. Ah, jetzt sind 3 Spiele verloren. Gut, die letzten 2 waren halt einfach Pech. Aber heute, das war einfach extreme Dummheit. Da wird wieder ein Pick. Nein, wird's nicht. Schade. Schade, dass auch mittendrin den Ball dann nicht noch gekriegt hat auf dem Boden. Das wäre natürlich nochmal extrem geil gewesen. So, mal schauen. Hopp! Hast du ihn? Nein, schade. Ja gut, natürlich ist logisch, dass ich nicht mehr normal spiele, Freunde. Sondern dass ich einfach ein paar Sachen noch ausprobiere. Ah, 24. Jetzt vorbei. Ui, vorbei. Oh, Freunde. Damit endet das Madden Connected Franchise Let's Play. 24-3 verlieren wir gegen die Seattle Seahawks. Wir werden es noch schauen, wer denn den zweiten Super Bowl gewonnen hat. Yards habe ich trotzdem geworfen. Interessant. Oh Freunde. Da natürlich bitter. Bittere Pille. Da war das Ende schneller als gedacht. Und wir hatten Watson natürlich zum Super Bowl. Ich freue mich natürlich auf Madden 16, dadurch, dass ich eigentlich wieder mit Christian auch zusammen orakeln kann. Das hat mir nochmal wesentlich mehr Spaß gemacht als das Connected Franchise. Oh, wir haben nochmal 11.000 XP bekommen. Schade, dass uns nicht mal wirklich was bringt. Off-Season Champion. Pro Bowl haben wir erreicht. Muss man nur noch zum Super Bowl advancen. Super Bowl Week. Schauen wir mal, wer denn die Super Bowl Week hat.
Was? Unlogisch! Ausschalten, PlayStation verkaufen. Chiefs vs. Saints, Alter. Mal schauen, wer es gewinnt. Ready to advance. Wehe Saints gewinnen, Alter. Wehe Chiefs gewinnen. Beide Teams sind scheiße, Alter. Schedule. Wir gehen auf Schedule. Wir waren eigentlich vom Angriff und vom der Defense waren wir eigentlich third and one. Leider, dass wir haben das dann halt nicht abrufen können. In der Kansas City Chats in den Chiefs gewendet. Schau mal, war ich da falsch? Jets vs. Chiefs, Saints vs. 49ers. Okay, Saints vs. 49ers, das ist sogar gar nicht mal so unmöglich. Wenn man vor 5-6 Jahren denkt, Saints gewinnen Super Bowl und vor 3 Jahren das Ravens vs. 49ers. Seahawks fliegen dann gegen die 49ers 30-40 raus. Boah, das war bestimmt ein interessantes Spiel, meine Freunde. Über diesen. Damit verabschiede ich mich zum letzten Mal aus Madden 15 für die Folge. Danke fürs Zuschauen, danke für das geile Let's Play, Freunde. Danke, dass ihr es so auch supportet habt. Wir haben unheimlich hohe Aufrufszahlen bekommen. Auch wenn das Ende jetzt nicht so war, wie wir uns vielleicht das alle vorgestellt haben. Aber man muss halt auch einfach sehen, dass All Madden vielleicht ein Spur zu krass war am Ende. Wir hätten einfach auf All Pro weiterspielen sollen, dann wären wir vielleicht ein bisschen weitergekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in Madden 16 oder was ihr auch vorschlagt, zum Beispiel in den Kommentaren, was ihr in den nächsten 2 Wochen sehen wollt. Vielleicht wollt ihr dann auch mal ein anderes Spiel sehen, kann ja auch sein. Allerdings, dieser Kanal steht und lebt mit Madden, von dem her vielleicht doch eher Madden. Bis zum nächsten Mal.